Ja, hallo, ich bin Theresa Elstner und ich stelle jetzt den aktuellen Stand meiner Masterarbeit vor. In meiner Arbeit geht es um visuelle Unterschiede in Screenshots von archivierten Webseiten. Weil auf den ersten Blick vielleicht nicht klar ist, wozu das Thema nützlich sein kann, will ich in meinem Vortrag als erstes über die Motivation sprechen, nämlich die Qualitätsbewertung von Webarchiven. Da werde ich nebenbei auch noch ein paar Informationen über den Datensatz, auf dem ich gearbeitet habe, mit rein sneaken. Genau, und dann geht es schon zum nächsten Punkt. Ich werde als nächstes darüber reden, was es für grundsätzliche Probleme gibt, wenn man den Qualitätsbewertungsprozess automatisiert ablaufen lassen möchte. Dabei werde ich auf verschiedene Fehlertypen eingehen, die beim Archivieren von Webseiten entstehen können und über deren Mächtigkeit sprechen. Außerdem werde ich das Fehlermaß vorstellen, das ich verwendet habe und das Informationen über die Qualität einer archivierten Webseite geben soll. Ja, als nächstes werde ich dann das Framework zur Erarbeitung einer automatisierten Qualitätsbewertung vorstellen, das im Laufe meiner Arbeit entstanden ist. Und dann auch noch auf, naja, die Umsetzung, an der ich mich versucht habe, eingehen. Dabei habe ich mich auf den Verschiebungsfehler, also verschobene Elemente auf archivierten Webseiten konzentriert. Genau, am Ende gibt es dann noch eine Zusammenfassung und dann eine Diskussion, hoffe ich. gut, also meine Arbeit beschäftigt sich im weitesten Sinne mit Methoden zur Verbesserung der Qualität von Webarchiven. Ein Webarchiv ist im Prinzip eine Ansammlung gespeicherter Webseiten. Und ja, wie läuft jetzt grob so ein Archivierungsprozess ab? Ich habe das hier mal dargestellt, ganz vereinfacht. Also der grüne Computer ist der Archivierungsprozess, der zieht sich zur Online-Zeit einer Seite, diese petrolfarbene hier vom Server und speichert die in einem Webarchiv, in einem Ordner für diese Seite. Hier ganz abstrakt nur dargestellt. Also der Archivierungsprozess schnappt sich da alles, was er kriegen kann. HTML, CSS, JavaScript, Dateien von anderen Webseiten. Das habe ich aber in meiner Arbeit nicht gebraucht. Deswegen habe ich das jetzt hier auch nicht detaillierter dargestellt. Was ich allerdings gebraucht habe, waren diese drei Dateien hier. Und zwar einmal ein Screenshot der originalen Webseite. Da wird zu der Zeit, wo die Seite online im Browser abgerufen wird, beim Archivieren sozusagen ein Screenshot gemacht von dem, was zu sehen ist von der Webseite. Und das wird auch in dem Ordner für diese Webseite abgelegt. Dann wird noch, wenn die Seite im Archiv hier liegt, die Seite einmal aus dem Archiv geöffnet und nochmal derselbe Screenshot sozusagen gemacht. Aber diesmal kommt die Seite eben aus dem Archiv und nicht vom Online-Server. Naja, und die dritte Datei ist die Struktur der Archiv-Webseite. Da ist im Prinzip drin für jedes Element auf der Webseite der Inhalt, also wenn Text drin stand, der Text dieses Knotens, dann die Position im HTML, also der X-Path des Elements und die Position als Koordinaten im Screenshot dieses Archivseite. Genau, das gibt dann halt eine Top-Left- und Bottom-Right-Koordinate, die wird in Pixeln angegeben. Genau, und dann gibt es halt für jede Webseite einen so einen Ordner und ich hatte ungefähr 10.000 Webseiten, die ich benutzt habe. Was ich außerdem noch hatte, ist ein Datensatz mit Human Annotations. Die beziehen sich auf die zwei Screenshots, einmal vom Original und einmal von der Archivwebseite. Und beinhalten Bewertungen, die Menschen getätigt haben, wie gut die Archivwebseite zu gebrauchen ist, sozusagen im Vergleich dazu, was auf der originalen Webseite zu sehen war. Und das bewerten sie anhand dieser Screenshots. Auf einer Skala von 1 bis 5, 1, man sieht gar keinen Unterschied, 5, die Seite ist komplett unbrauchbar. Gut, Prozess ist hoffentlich erstmal klar. Jetzt kann einiges schiefgehen bei so einem Archivieren. Hier sieht man rechts den Screenshot der originalen Webseite und links den Screenshot der Archivwebseite. Aus dem Datensatz hier mal ein Beispiel, einfach nur einer solcher Seite. Genau, und da sieht man, dass zwei Elemente in der archivierten Version weiter nach unten gerutscht sind. Hier ist ein Werbeelement im Original, das fehlt. Und hier unten ist noch ein halber Artikel, der ist dann gar nicht mehr drauf auf der archivierten Seite. Das ist jetzt noch lange nicht alles, was schiefgehen kann. Das zeigt aber erstmal, dass es da ein Problem gibt. Und zwar, wenn extrem viel falsch läuft, zum Beispiel, wenn viel fehlt, dann kann man die Seite eben nicht mehr gebrauchen. Und ja, wenn das Archiv zu viele unbrauchbare Seiten hat, dann kann man das ganze Archiv halt im Prinzip nicht gebrauchen. Darum braucht man also eine Qualitätsbewertung von archivierten Webseiten.
Will man das manuell machen, würde das ganz schön lange dauern, bis fast unmöglich sein. Am Beispiel der Wayback Machine könnte man sehen, dass das wirklich viele Daten umfassen kann, so ein Webarchiv. Die archivieren nämlich stündlich ungefähr 3 Millionen neue Seiten. Naja, genau, deswegen will man das gerne automatisiert angehen. Jetzt denkt man sich vielleicht, naja, gut, wie schwer kann das schon sein, so eine archivierte Webseite mit ihrer Qualität zu bewerten? Man hat ja schon die Screenshots. Da nimmt man sich einfach die beiden Screenshots und vergleicht die Farbwerte der korrespondierenden Pixel an jeder Stelle. Und je mehr unterschiedliche Pixel das gibt, umso schlechter muss die Qualität sein. Allerdings ist es nicht so leicht, weil die Anzahl der unterschiedlichen Pixel leider nicht so viel über die Qualität, der tatsächliche Qualität, der archivierten Webseite sagt. Hier habe ich mal eingefügt in der Mitte ein Bild, was die unterschiedlichen Pixel zwischen den beiden, also Archivseite und Originalseite, die unterschiedlichen Pixel in Pink färbt und die gleichen Pixel in Grau. Da sieht man, es gibt 32% Pinke, das heißt unterschiedliche Pixel. Das ist ziemlich viel dafür, dass eigentlich die Seite im Archiv noch ganz gut zu gebrauchen ist. Alles, was vorher komplett da war, ist immer noch komplett da und sogar in der richtigen Reihenfolge. Das Einzige, was fehlt, ist dieses Werbeelement und ein Artikel, der vorher auch schon nur halb da war. Das bedeutet, ja, dass das eben nicht so besonders aussagekräftig ist. Und deswegen dachten wir, dass wir das anders angehen. Und zwar, wenn der Pixelvergleich nicht geht, dann wäre es doch eine gute Idee, das Originalbild so gut es geht aus dem Archivbild zu rekonstruieren. Zum Beispiel, indem man falsch positionierte Elemente wie die hier im Archivbild an die Stelle verschiebt, wo sie im Original waren. Und wenn man dann das rekonstruierte Bild, also das rekonstruierte Archivbild mit den verschobenen Elementen zum Beispiel, mit dem Originalbild vergleicht, dann erhält man einen Fehler, der vielleicht etwas aussagekräftiger ist als dieser Fehler mit dem rohen, unbearbeiteten Archivbild. Und ja, dann kann man vielleicht besser entscheiden, ob die Seite im Archiv brauchbar ist oder nicht und sie dann gegebenenfalls wegschmeißen. Naja, also, wenn man Fehler jetzt automatisiert beheben will, dann müsste man jetzt ja, also wenn man jetzt nicht nur verschobene Elemente angucken will, sondern man hat jetzt den Anspruch, wirklich das Original komplett nachzubilden mit allem, was angekommen ist im Archiv, dann muss man ja erstmal für jedes Element feststellen, welche Fehler für dieses Element vorliegen. Das heißt, wir brauchen erstmal eine Liste mit allen möglichen Fehlern, die auf so einem Element auftreten können. Da haben sich drei Kategorien rauskristallisiert, und zwar einmal Existenzfehler. Also ist das einmal der Fehler, dass ein Element fehlt oder ein Element zusätzlich in der Archivseite auftaucht. Dann Transformationsfehler. Das betrifft Skalierung, Spiegelung, Verzerrung, Rotation und Verschiebung. Oder auch Inhaltsfehler, das heißt, Farbe kann sich im Archivbild im Vergleich zum Original unterscheiden oder auch Text. Das kann sogar das Wording, also Zeichensatz betreffen, Zeilenumbrüche, Ausrichtung, Strichstärke, Schriftart und Schriftgröße. Das sind jetzt noch nicht alle Dinge, die man beachten muss bei der Fehlerliste. Es gibt zwei Modi für jedes dieser Fehler. Und zwar einmal kann es für ein gesamtes Element auftreten und einmal kann ein Fehler eben nur für einen Teil eines Elements auftreten. Außerdem können viele der Fehler in Kombination mit ziemlich vielen anderen Fehlern noch auftreten. Das heißt, man hat wirklich eine sehr große Menge an Fehlern und Fehlerkombinationen, auf die man so ein Element überprüfen müsste, wenn man die Fehler darin beheben möchte. Genau, das sind jetzt insgesamt noch nicht alle Fehler, die beim Archivieren vorkommen können. Das sind aber Fehler, die auf Screenshots gefunden werden können. Was wir jetzt auf Screenshots nicht finden könnten, ist Fehler, die mit Interaktion zu tun haben. Also funktioniert ein Button oder ist ein Link klickbar? Und Fehler, die mit Bewegtbild und Audio zu tun haben. Genau, aber das sind erstmal die, die wir auf unserem Datensatz so feststellen könnten, theoretisch. Ist das denn aber wirklich so, dass wir alle Fehler feststellen können? Also wie gut können wir die entdecken? Dazu habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Hier sieht man jetzt zwei abstrakte Darstellungen einer Webseite. Die runden Dinger, die sind jetzt so die Pixel. Und hier unten das eingekästelte Element ist jetzt so ein Element auf der Webseite. Das hat 4 Pixel. Ja, die haben bestimmte Farben, habe ich jetzt mal so dargestellt. Beim Fehlerkategorisierungsproblem
geht es darum, das ist die Schwierigkeit, den gefundenen Fehlertypen richtig zuzuordnen. Also hier könnte man zum Beispiel sagen, hier ist ein Farbfehler, weil die Pixel haben eine unterschiedliche Farbe im Archivscreenshot gekriegt. Aber man könnte halt auch sagen, nee, Moment, das ist doch irgendwie ganz schön unterschiedlich, das ist ein vollkommen anderes Element. Das heißt, der Fehler, den wir hier kategorisieren, ist gar nicht vielleicht unbedingt mit Sicherheit ein Farbfehler, sondern könnte auch der Fehler fehlendes Element, weil das hier fehlt und zusätzliches Element, weil das hier da ist, darstellen. Das heißt, es ist nicht immer eindeutig. Das kann auch noch mit anderen Fehlern zu solchen Kategorisierungsproblemen kommen, aber das ist jetzt erstmal, fand ich, ein ziemlich deutliches Beispiel, dass es da eben nicht immer zu Eindeutigkeiten kommt. Das führt uns schon zu einem daraus resultierenden Problem. Wenn wir das Original nachbilden wollen, dann müssen wir im Archivbild ja Elemente zuordnen können zu dem, was ihr korrespondierendes Element im Originalbild ist. Das heißt, dass das auch nicht immer eindeutig geht, ist im Prinzip ja ein Resultat davon, dass wir nicht immer korrekt kategorisieren können. Hier als Beispiel sieht man im Archivbild dieses 2 Pixel große Element, wo man sagen könnte, ja, das ist jetzt das Element, was hier unten im Original war, das korrespondiert mit dem und das müsste nachgebildet werden. Der Fehler, der hier vorgekommen ist, ist fehlendes Elementteil, weil die 2 oberen Pixel, der rote und der weiße Pixel, fehlen. Die zweite Möglichkeit wäre, dass man sagt, nee, Quatsch, das obere Element ist das Element, was hier im Archivbild angekommen ist. Und was aufgetreten ist, ist einfach ein Verschiebungsfehler und ein fehlendes Element, weil das hier nicht drin ist. Naja, und die dritte Möglichkeit, also die besteht theoretisch immer, kann man sagen, dass die beiden Elemente im Prinzip im Archivbild gar nicht vorhanden sind, also fehlendes Element und dafür ein zusätzliches Element im Archivbild entstanden ist, was so aussieht. Gut. Zusammenfassend kann man das jetzt nochmal so formulieren. Wir haben gerade gesehen, dass korrekte Fehlerkategorisierung nicht immer, das heißt nicht für jede Kombination an Fehlertypen möglich ist. Das ist der Grund dafür, dass perfekte Zuordnung von Elementen nicht immer funktioniert. Was bedeutet das für uns? Das heißt, wir können mit keinem Tool zur automatisierten Qualitätsbewertung, was Fehler beheben soll, versprechen, dass auch immer alle Fehler behoben werden können für alle beliebigen Webseiten, weil es eben welche gibt, wo wir das nicht können. Das heißt aber nicht, dass diese Suche nach einem solchen Tool vergebens ist, weil es durchaus sein kann, dass es einige und hoffentlich sogar viele Webseiten gibt, für die wir eben nur Fehlerkombinationen haben, die wir finden, kategorisieren und beheben können und damit vielleicht doch auf einem ganz guten Weg sind für so eine Automatisierung. Genau. Jetzt will ich noch mal das Fehlermaß ein bisschen vorstellen, ein bisschen formalisierter. Wir haben es eigentlich gerade schon die ganze Zeit benutzt. Also es geht um einen Pixel-zu-Pixel-Vergleich, der die ja, Qualität angeben soll zwischen archiviertem und originalem, also die Qualität des archivierten Bildes und die Unterschiede darstellen soll zwischen dem archivierten und dem originalen Screenshot der Webseite. Genau, wir haben uns dabei von der Edit-Distanz nach Levenstein inspirieren lassen und haben die ein bisschen angepasst, weil Levenstein benutzt im Prinzip das als Maß, um 2 Worte aus einem binären Alphabet den Abstand zwischen diesen Worten zu messen, indem das eine Wort in das andere Wort umgewandelt werden sollen. Bei uns sind es jetzt keine Worte, sondern Bilder und wir haben auch kein binäres Alphabet, sondern Farben über einem RGB-Raum. Wir benutzen die Operation Insertion, wo wir einen Pixel in beliebiger Farbe einfügen, Deletion, wenn wir einen Pixel löschen wollen und Substitution, wenn wir einen Pixel durch einen Pixel in einer anderen Farbe ersetzen wollen. Der Fehler ergibt sich dann als die minimale Anzahl der Pixel, auf denen Operationen nötig sind, um das Original aus dem Archivbild zu erzeugen. Hier habe ich das nochmal als Beispiel mitgebracht. Also das Archivbild sieht man hier wieder abstrakt, dem fehlt eine Reihe Pixel. Das heißt, wir brauchen 4-mal Insertion, um diese Reihe hier im Archivbild einzufügen. Und ansonsten ist alles gleich, bis auf diese beiden vorletzten, also die 2 mittleren Pixel in der vorletzten Reihe, die haben die falsche Farbe, da brauchen wir 2-mal Substitution. Das macht insgesamt einen Fehler von 6 Pixel. Der ist jetzt absolut. Wir geben das oft relativ an, um eine bessere Vorstellung von der Größe zu kriegen. Gut. Ja, das Fehlermaß hat so ein paar Implikationen, die ich noch vorstellen will. Das sind nicht alle, aber ich finde, es sind die, die am dollsten ins Auge stechen will und die natürlich die Größe dieses Fehlers, der da rauskommt, beeinflussen. Der erste Punkt ist, dass der Fehler abhängig ist von der Elementgröße.
Sprich, wenn ich ein 2 Pixel großes Element verschoben habe im Archivbild, also angenommen, das ist das Original und das ist das Archivbild, dann ist der Fehler größer, als wenn ich ein Element um dieselbe Distanz verschoben habe, aber das Element einfach kleiner war. Weil, also ja, hier nehme ich natürlich immer aus diese Möglichkeit, dass es auch zufällige Matches von Pixeln geben kann. Genau. Der zweite Punkt, den man beachten sollte, ist, dass wir die unterschiedliche Verschiebungslänge nicht berücksichtigen. Also kleine Verschiebungen sind genauso schlimm wie richtig große Verschiebungen. Also wenn ich ein Pixel, wenn ich ein Element nur um eine Reihe nach oben verschiebe, dann ist das genauso schlimm in dem Fehlermaß, wie wenn ich das an die andere Seite des Bildes verschiebe. Und es gibt keine Unterschiede zwischen kleinen und großen Farbabweichungen. Wenn ich einen weißen Pixel nur leicht abändere, also so angraue, dann ist es zum Beispiel genauso schlimm, wie wenn ich den weißen Pixel ja, in sein Gegenteil umfärbe, in Schwarz. Das kann man mal im Hinterkopf behalten. Gut. Wie könnte man jetzt also so ein Tool zur automatisierten Qualitätsbewertung entwickeln? Hier ist jetzt dieses Framework, das im Laufe meiner Arbeit entstanden ist. Da haben wir drei Hauptprozessschritte. Einmal die Rekonstruktion, den Vergleich und das Modell. Wir machen in der Rekonstruktion, haben wir drei Inputs. Das sind diese drei wichtigen Dateien, die ich schon am Anfang erwähnt habe. Also den Screenshot vom Original, den Screenshot der archivierten Webseite und die Beschreibung der Struktur, die Informationen über die Elemente, deren Position im HTML und Inhalt und die Position als Pixelkoordinate im archivierten Bild enthält. Das geht in diesen Rekonstruktionsschritt rein. Der verwendet ein Tool, da gehe ich später nochmal genauer drauf ein, um so ein rekonstruiertes, archiviertes Bild zu erstellen, in dem bestimmte Fehler behoben werden sollen. Also wir haben uns gedacht, dass es gut wäre, wenn ein Tool sich immer auf einen Fehler oder einen Aspekt eines Fehlers konzentriert und den daraus halt dieses rekonstruierte Bild schafft, was dann mit dem Originalbild in diesen Pixel-zu-Pixel-Vergleich gesteckt wird. Da kommt dann dieser Fehler raus, den ich gerade schon gezeigt habe. Und zusätzlich kommen auch noch bestenfalls Informationen über die Beschaffenheit des Fehlers, den wir hier behoben haben, aus dem Tool raus. Das beides zusammen würden wir dann gerne in ein Modell stecken, das mit dem, und das habe ich ganz am Anfang erwähnt, mit diesen Human Annotations, die bereits die Qualität, die für Menschen lesbare Qualität sozusagen unseres Datensatzes bewertet haben, versuchen zu korrelieren und da eben eine, ja, eine Korrelation zu finden zwischen dem Fehler, der Beschaffenheit des Fehlers und der tatsächlichen Qualität. Genau, das ist im Prinzip das, wie wir dachten, ja, dass das funktionieren könnte. Ich habe jetzt mal angefangen, dieses Framework umzusetzen. Und dabei habe ich mich ja auf den Verschiebungsfehler konzentriert. Das Tool, das mir dabei helfen sollte, die Verschiebungen zu erkennen, war FFmpeg. FFmpeg ist eine Bibliothek zur Videokompression, die unter anderem Bewegungserkennung macht, um zu erkennen, ob sich zwischen zwei Frames ein Objekt bewegt hat. Eigentlich ist es dafür vorgesehen, dass beim Übertragen eines Videos in einem Frame nur noch die Informationen stecken, die sich verändert haben. Wir benutzen das jetzt aber, um, naja, um einfach nur an die Bewegungen ranzukommen, sozusagen. Also wir machen sozusagen ein Video, das hat zwei Frames, das hat das originale Bild und das archivierte Bild als zweiten Frame. Und FFmpeg macht beim Komprimieren ins H264-Format, für das wir uns entschieden haben, Motion-Vektoren aus Pixelblöcken. Und wir beziehen sozusagen die Pixelblöcke auf die Positionen der Elemente im archivierten Bild. Also hier aus der Beschreibung der Struktur kriegen wir die nämlich raus und kriegen dann sozusagen raus, was FFmpeg sagt, was sich von dem einen Frame im Vergleich zum nächsten Frame bewegt hat. Das sind dann die Verschiebungen für jedes Element. Also genau, die kommen da raus und außerdem kommt natürlich die rekonstruierte, archivierte Webseite raus, die dann halt enthält, dass man verschobene Elemente bestenfalls zurückgeschoben hat, wenn es funktioniert hat, an die Position, wo sie im Originalbild im ersten Frame waren. Das wird dann in den Vergleich reingesteckt, da kommt dann ein Fehler raus und am Ende hoffen wir dann eine stärkere Korrelation zwischen der Qualität, die Menschen bewerten würden, und dem Fehler rauszukriegen. Ich zeige es nochmal am Beispiel.
Also, das ist mal eine von den Webseiten, mit der wir, also wir haben das mit allen Webseiten gemacht, aber jetzt erstmal am Beispiel dieser Seite. Hier ist die originale Seite. Das rot eingekesselte Element ist im Vergleich zum Archiv ein bisschen weiter unten. Wir haben dann daraus ein Video gemacht. Das hier ist der erste Frame, die originale Seite. Das hier ist der zweite Frame, die archivierte Seite. Und daraus hat FFmpeg dann diese Motion-Vektoren erzeugt. Die sagen jetzt hier für jeden Pixelblock, guck mal, also das sind so Pfeile, ich hoffe, man kann das gut erkennen. Für jeden Pixelblock, hier, guck mal, das ist irgendwie in die Richtung gerutscht im Verhältnis zu dem Frame davor. Dann glauben wir FFmpeg, wenn die Motion-Vektoren zu zwei Dritteln in dieselbe Richtung zeigen. Man sieht es hier, die sind sich nicht immer so einig und manchmal geht es für ein Element ganz schön durcheinander. Da muss man dem vielleicht nicht unbedingt Glauben schenken. Deswegen haben wir uns jetzt erstmal für eine Zweidrittelmehrheit entschieden. Genau. Glauben wir dem, verschieben wir. So. Und dann entsteht, also nachdem das Element erfolgreich zurückgesetzt wurde, über dem Element jetzt eine Lücke, die habe ich in, also ich habe alle Lücken hier pink gefärbt. Und wir dachten, Mensch, das ist doch richtig toll. Wenn jetzt hier so eine Lücke ist, dann kann man doch vielleicht auch noch gleichzeitig Aussagen über fehlende Elemente treffen. Also ich habe hier nochmal in grün markiert. Im Original war nämlich da an der Stelle, wo bei uns im Archivbild eine Lücke ist, nämlich ein Element, was hier fehlt. Und dann dachten wir, wir könnten gleichzeitig diesen fehlenden Elementfehler noch irgendwie mitbehandeln, indem wir vielleicht kategorisieren können, gut, das ist jetzt kein Content, das ist nicht so schlimm, wenn das fehlt, oder das ist Content für die Seite und das ist schlimm, wenn das fehlt. Das konnten wir uns aber gleich wieder abschminken, weil ich will die Aufmerksamkeit hier unten nochmal auf diese Lücke lenken. Die hat auf den ersten Blick überhaupt keinen, also kein Problem, weil also hier ist ein Element weiter nach unten gerutscht, wo aber nicht unmittelbar an der Lücke ein Element fehlt. Das heißt, was in Wahrheit diese Lücke provoziert hat, war hier ein drüber liegendes, fehlendes Instagram-Button, was eine ganz andere Form und Position hat als die Lücke, die entstanden ist. Das bedeutet, dass die Lücken der verschobenen Elemente nicht immer mit den fehlenden Elementen im Original korrespondieren. Und darum war die Idee, aus den Lücken darauf zu schließen, welches Element fehlt, und daraus wiederum zu schließen, ob das für die Lesbarkeit der Webseite schlimm ist, keine, die wir so umsetzen konnten. Deswegen haben wir uns erstmal von der Idee verabschiedet und weitergemacht, uns auf die Verschiebungen zu konzentrieren. Der nächste Schritt war der Vergleich, der Comparison. Wir haben also jetzt alle unsere rekonstruierten Webseiten, das haben wir ja für jede Webseite in unserem Datensatz gemacht, alle unsere rekonstruierten Webseiten mit den Originalseiten verglichen. Aber um zu wissen, was der Fehler, der daraus kommt, bedeutet, mussten wir erstmal überhaupt den Fehler vergleichen, der zwischen dem nicht rekonstruierten archivierten Bild und dem originalen Bild entstanden ist. Der war verteilt wie folgt. Also der Pixel-zu-Pixel-Vergleich zwischen dem normalen archivierten Bild und dem originalen Bild sah so aus. Die meisten oder der größte Anteil der Seiten, 2700 und ein bisschen Seiten, hatten einen Fehler von kleiner gleich 1%. Das ist fand ich relativ viel. Was mich aber auch sehr überrascht hat, war, dass es ein paar Webseiten gab, die einen Fehler von bis zu 100% hatten, wo wirklich jeder Pixel falsch war. Der durchschnittliche relative Fehler war 23,11%. So. Den Fehler finden wir hier nochmal wieder in dieser Tabelle, in der ersten Zeile, also der Vergleich zwischen dem normalen, nicht rekonstruierten, archivierten Bild und dem originalen Bild hat als Methode, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, keine und hatte eben 23,11%. Methode heißt, mit welcher Methode haben wir die Lücke gezeichnet? Da haben wir also die Lücke, die entsteht, wenn man verschoben hat. Da haben wir mehrere Methoden ausprobiert, aber ich habe jetzt nur die mitgebracht, die am besten funktioniert hat. Das war die. Vorher will ich aber nochmal, was, bevor ich sage, was das hier wirklich war, auf diese zwei unteren Zeilen zu sprechen kommen.
Wir haben geguckt, wie gut können wir mit den Verschiebungen überhaupt werden, die wir jetzt so mit diesen FFmpeg-Einstellungen rausgekriegt haben. Wir hatten ja jetzt einen Satz an rekonstruierten, archivierten Bildern, der basiert auf einem Satz Motion-Vektoren für jedes Bild sozusagen. Wenn die Motion-Vektoren anders wären, hätten wir andere Rekonstruktionen rausgekriegt. So, die Upper Bound haben wir aber so berechnet, dass wir geguckt haben, wenn die Lücke überhaupt keinen Fehler provoziert. Dazu habe ich mal den Ausschnitt aus der Webseite vorhin mitgebracht. Das heißt, wir haben das Element verschoben, was da drunter lag, und die Lücke darüber in dem gezeichnet, was im Original war. Da haben wir dann einen Fehler bekommen, einen durchschnittlichen relativen Fehler zu allen Originalbildern von 20,85%. Eine Verbesserung also von 2,26% im Verhältnis zu dem nicht rekonstruierten Original und Originalvergleich. Die Lower Bound, da haben wir jede Stelle der Lücke so gezeichnet, dass sie einen Fehler im Vergleich zum Originalbild provoziert. Da haben wir eine Verbesserung von 1,77% auf 21,34% im Vergleich zu dem zu dem rohen, nicht rekonstruierten, archivierten Bild erreicht. Und die Methode, die Lücke zu zeichnen, ohne Informationen aus dem Originalbild zu klauen, die am besten funktioniert hat, war die Lücke in der Farbe zu zeichnen, die am häufigsten vorkommt im Archivbild. Da sind wir dann auf einen Fehler von 21,07% durchschnittlich gekommen, also eine Verbesserung von 2,04% im Vergleich zu dem unbearbeiteten, rekonstruierten Bild. Gut, jetzt haben wir uns die Verschiebungen nochmal genauer angeguckt und haben gesehen, dass die meisten Verschiebungen in Richtung oben gehen. Und irgendwie haben wir dann gedacht, naja, es kann doch sein, dass wir doch was mit den fehlenden Elementen zu tun haben. Weil irgendwie war unsere Vorstellung, wenn oben auf der, sagen wir mal, das hier ist die originale Webseite, die hatte ein Element oben, das war 90 Pixel hoch, und das fehlt, dann würde das ja theoretisch dazu führen können, dass das darunterliegende Element um 90 Pixel, um die Höhe nämlich dieses fehlenden Elements, nach oben gerutscht ist. Also war unsere Frage, gibt es nicht doch einen Zusammenhang zwischen Verschiebungen und fehlenden Elementen? Wir haben uns dann mal die Verschiebungsweiten, wie oft bestimmte Verschiebungsweiten auf verschiedenen Seiten vorkommen, angeben lassen, die Häufigkeiten dieser Verschiebungsweiten nach oben. Also das hier sind immer die Anzahl von Pixeln nach oben, minus ist halt die Richtung, deswegen sieht das so komisch aus. Also das weiteste hatte eine Verschiebungsweite von 700 Pixeln ungefähr nach oben, ein bisschen weniger. Ja, das hier ist natürlich die Häufigkeit. Da sieht man drei Peaks, in die haben wir mal reingezoomt. Und haben geguckt, ob uns da was bekannt vorkommt. Der häufigste Shift nach oben ist ein Shift der Weite ein Pixel. Da dachten wir, vielleicht liegt das an einem Größenunterschied der Webseiten. Der fast zweithäufigste Shift nach oben war 90 Pixel. Da haben wir herausgefunden oder nochmal uns daran erinnert gefühlt, besser gesagt, dass Werbeelemente oft eine Höhe von 90 Pixeln haben. Und wir dachten, vielleicht sind diese Elemente, die fehlen auch relativ oft, dafür verantwortlich, dass es solche Shiftweiten gibt. Und wenn wir eine Webseite haben, auf denen eben der 90-Pixel-Shift ist, wäre es vielleicht wert, herausfinden zu wollen, was den provoziert. Und wenn es ein Werbeelement ist, könnte man sagen, es ist vielleicht nicht so schlimm. Naja. Und das Gleiche könnte man im Prinzip noch für einen Facebook-Button oder die Social-Media-Buttons machen, die auch relativ oft, nicht mit am häufigsten, aber relativ oft vorkommen. Die sind nämlich 20 Pixel hoch und vielleicht sind die ja die Ursache für diese häufig vorkommenden Shifts nach oben um 20 Pixel, weil die nämlich auch relativ oft fehlen. Gut, also offene Enden gibt es ja ohne Ende. Man könnte jetzt noch natürlich weitermachen mit dieser Suche nach den fehlenden Elementen und dem Zusammenhang zu den Shift-Weiten, die ich gerade vorgestellt habe. Die lineare Regression mit einem Modell, was am Ende die Korrelation zwischen dem Fehler der Verschiebungen und den Human Annotations geben soll. Das ist auf jeden Fall auch noch ein wichtiger Punkt, der uns irgendwie was verraten könnte, denke ich. Man könnte einen neuen Threshold für die Motion-Vektoren ausprobieren, also statt der Zweidrittelmehrheit vielleicht schon verschieben, wenn sich nur die Hälfte der Motion-Vektoren einig sind, was die Richtung und Verschiebungslänge angeht.
oder einen anderen Codec ausprobieren. H265 ist ein bisschen neuer als H264, was wir gerade verwenden. Der kommt vielleicht besser mit dieser Länge der Webseiten zurecht, die ja doch viel länger sind als normale Videos. Und, und. Es gibt noch viel mehr, aber es ist jetzt auch langsam das Ende erreicht. Ich fasse nochmal zusammen, was ich in dem Vortrag gesagt habe. Wir haben gesehen, dass es verschiedene Fehlertypen gibt, die die Grenzen automatischer Fehlerbehebung aufzeigen. Das eine Problem ist, dass Fehler nicht immer korrekt kategorisiert werden können. Das führt dazu, dass Elemente auch nicht immer korrekt zugeordnet werden können. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem für hoffentlich viele Webseiten gut funktionieren könnte. Wir haben gesehen, dass wir die angepasste Edit-Distanz als Fehlermaß verwenden können. Die hat ihre Probleme und die sollte man beobachten und im Hinterkopf behalten. Wir haben ein Framework zur Entwicklung automatischer Qualitätsbewertung von Webarchiven vorgestellt, das die drei Schritte Rekonstruktion des Originalbildes aus dem Archivbild, Vergleich und Korrelation beinhaltet. Und wir haben den Versuch gesehen, den Verschiebungsfehler durch Videokompression zu beheben. Nebenbei wollten wir gerne den Fehler, fehlendes Element reduzieren, haben aber das Problem gehabt, dass die Lücken nicht immer mit den fehlenden Elementen im Originalbild korrespondieren. Ein anderer Ansatz wäre es, die Verschiebungsweite als Indiz für die Größe eines fehlenden Elements anzugucken. Genau, ja. Das war es jetzt erstmal. Das waren die Quellen, die ich jetzt für den Vortrag benutzt habe. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich fände es gut, wenn sich jetzt noch ein paar Bemerkungen vielleicht ergeben haben oder Fragen, ja, die wir jetzt diskutieren können. Danke.